Guten Morgen! Viele von euch und auch ich in meiner Vergangenheit habe immer nach Erfolg und Anerkennung und auch Ruhm gestrebt. Dieses Streben habe ich auch nie irgendwie in Frage gestellt, weil damit ja positive Dinge verbunden waren und auch verbunden sind. Das sind zum Beispiel, ja, dass das Selbstbewusstsein gestärkt wird, man einen größeren Einfluss auf die Menschen hat, damit seine Ideen, seine Ideale effektiver verbreiten kann und ja, man ist viel geachteter und es wird einem mit viel mehr Respekt begegnet, wenn man erfolgreicher und berühmt ist, als wenn dies nicht der Fall ist. Also zumindest die eine Seite der Medaille, die wir auch, denke ich, alle so im Kopf haben, wenn wir das Wort Erfolg hören. Und ich konnte dem Erfolg auch lange nichts Negatives, ja, irgendwo abgewinnen. Ja, sag mal, vielleicht das Stalken und die kritische mediale Berichterstattung, die aber nur dann zum Tragen kommt, wenn man wirklich extrem anerkannt und extrem berühmt ist. So, Ruhm und Anerkennung wird ja auch, ja, aber auch auf der Arbeit angestrebt, das heißt also, ja, im beruflichen Alltag, im Sportverein auch oder im Hobby. Und ja, warum ist das so? Weil man das, was man tut, nicht wirklich liebt. Wir streben nur dann nach Anerkennung, wenn wir die Tätigkeit, die wir tun, nicht lieben. Das ist die Wahrheit, die dahinter steckt. Denn wenn ich es lieben würde, dann wäre es mir doch egal, ob ich anerkannt wäre aufgrund dieser Tätigkeit. Klar würde man sich freuen, das steht außer Frage, aber man würde nicht explizit danach streben, anerkannt zu sein. Also, wenn ihr danach strebt, erfolgreich zu sein, dann strebt ihr danach, die Dinge zu tun, die ihr nicht liebt. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, wie krank die Gesellschaft ist. Wenn man wirklich eine Sache liebt, und hier rede ich wirklich von wahrer Liebe und nicht etwas gerne machen oder etwas machen, weil man dafür an anderer Stelle etwas zurückbekommt und man sozusagen ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis hat, sondern wirklich etwas tut, weil man es liebt, dann tut man es wirklich nur der Sache wegen. Und sobald man irgendwas dafür haben möchte, wie Anerkennung, Lob, Geld, ja, dann liebt man das nicht wirklich. Dieser Zusammenhang ist elementar und ein absoluter Augenöffner und auch Schlüssel zur Bewusstheit. Denn schaut euch mal um in eurem Leben, was ihr wirklich macht, weil ihr es liebt. Und das sind die Dinge, die euch auch wirklich glücklich machen und zufrieden. Und diese Dinge gilt es auszubauen, wenn ihr mit eurem Leben eben nicht mehr komplett zufrieden seid oder an Depressionen leidet. Wenn ihr unglücklich seid, wenn ihr wirklich unglücklich seid, wenn ihr merkt, dass irgendetwas fehlt in eurem Leben, dann tut die Dinge, die ihr liebt. Das sind auch die Dinge, die in unserer individuellen Natur verankert sind und durchaus unterschiedlich sein können. Wenn ihr etwas tut, nur um erfolgreich zu sein oder zu werden, dann sind das die Dinge, die euch unglücklich machen werden. Egal, ob ihr erfolgreich sein werdet oder ob ihr das nicht. Das hat da überhaupt keinen Einfluss. Denn Erfolg alleine macht nicht glücklich, genau wie Geld. Berühmt zu sein, oder berühmt zu werden, das ist trivial. Das ist dumm und das ist auch sinnlos. Man kann bei YouTube innerhalb von Sekunden berühmt werden, wenn man irgendwas besonders Dummes macht. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man etwas tut, um etwas zu erreichen, was man nicht braucht und im Innersten auch nicht will, dann kann man das wirklich nur mit Dummheit bezeichnen. Das Bildungswesen ist auch hier mal ganz klar wieder so ein Indikator dafür, wie dumm wir Menschen herangezogen werden. Es lehrt uns, Erfolg zu lieben und nicht das, was wir tun. Da gibt es Noten, um zu vergleichen, wer besser ist und der Beste wird dann auch wieder gelobt, dass er so gut ist. Da gibt es Sportfeste, da gibt es Mathematik-Olympiaden und so weiter. Alles nur, um uns beizubringen, wie toll doch Erfolg ist. Anerkennung. Wie toll es ist, erfolgreich zu sein. Eine Freundin, eine Lehrerin hat mir da mal eine Geschichte erzählt. In einer Klasse, wo sie unterrichtet hat, da hatte sie ja, die Kinder gebeten, auf einen Zettel die eine Sache zu schreiben, wo die Kinder besonders gut sind. Da im Lehrplan der Ethik das Thema jeder kann etwas besonders gut steht. Und da hat ein körperlich und auch geistig etwas behinderter Junge auf seinen Zettel geschrieben, dass er besonders gut rennen kann. Natürlich konnte er nicht wirklich gut im Vergleich zu den anderen rennen, da er eben spastiker war und wurde daraufhin von seinen Mitschülern ausgelacht. Aber wie er der Lehrerin im Gespräch nach der Stunde mitteilte, liebte er es zu rennen. Jeden Tag nach der Schule rannte er nach Hause. Während die anderen Kinder ganz normal nach Hause zu Fuß liefen,
Er rannte. Er liebte es einfach zu rennen. Und er konnte das seinem Empfinden nach gut. Und da tat er das. Und deswegen hat er das auch aufgeschrieben als gut. Er hatte Freude daran. Und entsprechend hat er dies auch mit diesem Wort gut assoziiert. Ich kann das gut. Die ganzen anderen Kinder lachten, weil sie eben schon geistig weiter waren und gelernt hatten, dass es in unserer Gesellschaft nicht darauf ankommt, sich gut zu fühlen, glücklich zu sein, zufrieden, und dass das das Gut ausmacht, das Gute ist, sondern dass wir im Vergleich mit anderen da vorne dabei sind, dass wir erfolgreich sind, dass wir Anerkennung haben. Das Endergebnis ist quasi wichtiger als die Handlung selber. So denkt und lehrt unsere Gesellschaft. Aber für das persönliche Wohlempfinden ist es immer das Beste, die beste Wahl, das zu tun, was natürlich ist und was aus einem Inneren herauskommt. Nicht das, was erlernt oder gesellschaftlich aufgesetzt ist. Schaut euch mal intensiv Tiere an. Beobachtet eure Katze, euren Hund oder die Vögel in der Natur. Die wollen nicht berühmt sein, sondern die tun die Dinge, die sie eben tun. Weil sie ja gar nicht die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken und sich, sich von anderen Vögeln das erklären zu lassen, dass sie dies oder jenes eben tun sollten, um dann erfolgreicher zu sein und berühmter sein, der Obervogel zu sein. Und dass das auch ganz wichtig ist, dass man erfolgreich ist. Und das von Anfang an indoktriniert in das Hirn reintrennelt, wie bei uns Menschen. Ein Vogel möchte satt sein, er möchte ruhig sein und sicher schlafen. Und das genau dasselbe wollen auch Katzen, Hunde, alle anderen Lebewesen auch. Das ist natürlich, ob man satt ist oder viel mehr kaufen könnte, ob man in einer Einraumwohnung wie ich lebe oder in einem Schloss schläft, das macht überhaupt keinen Unterschied, außer für uns Menschen in unseren Gedanken. Alle zusätzlichen Bedürfnisse, die wir denken zu haben, wie eben auch der Erfolg, das ist eine Illusion. Eine Illusion gemessen an den wirklichen Bedürfnissen. Sie sind aufgesetzt, sie sind erlernt und Zeichen einer gesellschaftlichen Kultur. Aber sie sind keine wirklichen Bedürfnisse. Das tut uns nicht wirklich gut, dieses zu befriedigen. Und je mehr wir die Dinge tun, die nicht unserer Natur entsprechen, desto mehr werden wir uns natürlich auch von ihr entfernen und depressiv und unglücklich sein. Das Streben nach Erfolg, was meistens auch mit dem Streben nach Geld verbunden ist, das ist die absolut sichere Variante, unglücklich zu werden. Und das Glück, was ihr denkt zu spüren, wenn ihr eine bestimmte Summe auf eurem Bankkonto hinzugefügt habt oder euer Bild auf der Zeitung seht, besonders anerkannt, oder ihr 1000 YouTube Abonnenten erreicht, das ist alles kein Glück. Das macht euch nicht glücklich. Das ist ein neurologisches Netz, was ihr damit aktiviert und was Glücksgefühle in Form von Hormonen ausschüttet und ihr darauf darauf konditioniert wurde, dieses zu tun. Das ist künstlich, das ist ein künstliches Verhaltensmuster, was aktiviert wird, weil ihr es so gelernt habt, was ihr aufgesetzt habt. Das hat aber nichts mit der Natur und eurem wahren Sein zu tun, was tatsächlich real ist. Dass wir nach Dingen streben, die wir nicht wollen, nur weil uns beigebracht wurde, dass wir sie wollen. Das ist so absurd. Das ist der Punkt, wo wir ansetzen können. Lasst uns die Dinge tun, die wir lieben und nicht die Dinge, die uns erfolgreich machen oder die besonders viel Geld einbringen oder irgendwas, was uns die Gesellschaft gesagt hat, was wir erreichen sollen. Und ich sage dies nicht aus einer theoretischen Überlegung, sondern aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich war reich, ich war anerkannt, ich war erfolgreich, aber ich war nicht glücklich, weil ich etwas gemacht habe, deren Intention Reichtum und Erfolg war. Jetzt bin ich nicht mehr reich, komplett von der Bildfläche, die mich erfolgreich gemacht hat, verschwunden und bekomme entsprechend auch keine Anerkennung aus diesem Segment mehr. Aber nun mache ich nur noch das, was mir wirklich Spaß macht, was ich wirklich liebe. Und auf einmal habe ich keine Depression mehr, bin durchweg gut gelaunt und fühle mich einfach viel richtiger. Ich kann euch nur wiederholt dazu animieren, euch ständig zu hinterfragen, warum ihr das tut, was ihr tut. Und wenn der Grund ist, dass ihr Anerkennung wollt, in welcher Form auch immer, dann hört sofort damit auf, wenn ihr wirklich glücklich werden wollt. Macht die Dinge, die ihr von ganzem Herzen liebt und die ihr spürt, dass ihr sie liebt. Und nur so viel von den Dingen, die ihr nicht liebt, wie zum Überleben notwendig ist. Das ist zumindest meine Empfehlung für ein erfülltes Leben ohne Depression und ohne negative Gefühle. Eindeutig das Ziel der Anerkennung und des Erfolges
nicht mehr zu verfolgen und bewusst gegenzusteuern, hin zu den Sachen, die ihr liebt, die ihr auch tun würdet, wenn keiner davon jemals Notiz nehmen würde. In diesem Sinne wünsche ich Euch noch einen tollen Donnerstag und ja, würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend um 8 gemeinsam hier auf dem YouTube Kanal treffen und live ins Gespräch kommen, und ja, bin gespannt. Also dann, bis live nachher eventuell oder morgen früh. Euer Christian. Tschüssi.